Hallo Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Kochrezept. Ich habe ganz was Leckeres für euch und zwar machen wir heute Hackbällchen mit Champignonsauce und Kartoffelbrei. Viel Spaß! Für dieses Rezept muss man einiges vorbereiten und zwar als allererstes das ganze Gemüse. Ich habe hier dafür meine Nicer Dicer genommen, denn ich wollte diesmal die Champignons ziemlich klein haben. Wer das nicht will, kann natürlich auch in Scheiben schneiden alles. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Champignons, Paprika, dann habe ich hier noch Zucchinis klein gewürfelt. Also es ist so toll mit diesem Gerät. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir heute losrumpeln, gell? Und einen kaufen, aber ich möchte ihn wirklich nicht mehr missen. Ich habe auch die Karotten in Scheiben geschnitten und dann ebenfalls durchgeklopft, sage ich jetzt mal. Und das Tolle halt ist ganz einfach, man hat dann so schönes Gemüse gleichmäßig in Würfel geschnitten. Also ich finde es so toll. Ihr könnt aber auch alles mit dem Messer schneiden, ne? Also das ist überhaupt kein Thema. Übrigens habe ich die Zwiebel da auch durchgejagt. Dann stellen wir das zur Seite, dann geht es weiter mit dem Hackfleisch. Das kommt in eine Schüssel. Übrigens, da könnt ihr Hackfleisch nehmen, was ihr wollt, drin, Schwein, gemischt. Pute, Hähnchen, also was ihr wollt. Das wird gesalzen, gepfeffert. Ich hatte hier jetzt ein Hackfleischgewürz. Dann kommen noch frische Petersilie dazu. Ein Ei der Größe M. Einfach alles reingeben. Dann die Zwiebel und Panko-Mehl habe ich da. Dann kommt noch ein Kleck Senf dazu. Das Ganze durchkneten. Dann werden Bällchen geformt. Und zwar, ich mache das unheimlich gern mit den Makronenformer, weil dann werden sie wirklich so richtig schön gleichmäßig groß. Ihr könnt es aber auch ganz normal mit dem Löffel abmessen und formen. Ich mache jetzt meine Hackbällchen im Airfryer. Wer keinen hat, kann sie natürlich auch ganz normal herausbraten. Aber ich finde, der Vorteil beim Airfryer ist ganz einfach, die Bällchen behalten ihre Form und werden außen so schön kross und innen richtig gut saftig. Also wer es im Airfryer machen möchte, 170 Grad auf Airfry, so gute 15 Minuten. Währenddessen die backen, brate ich meine Zwiebeln an. Und dann kommen die Champignons dazu und auch schon das ganze andere Gemüse. Übrigens, vom Gemüse her könnt ihr auch austauschen. Also wer jetzt zum Beispiel keine Zucchini dabei haben will, der lässt sie einfach weg. Ich habe die damit rein, weil ich es einfach übrig habe. Und ich finde, bei solchen Rezepten kann man mal ganz gut so Reste verwerten, wenn man noch so irgendwelche Gemüsesorten übrig hat. Das Ganze jetzt so gut 1-2 Minuten ein bisschen anbraten lassen. Das Ganze salzen und pfeffern. Nochmal kurz brutzeln lassen, also so 1-2 Minuten. Das Ganze mit Mehl bestäuben, anschwitzen und dann auch ziemlich zügig die Sahne dazugeben. Ich habe jetzt hier so gute 400 Milliliter Sahne genommen, denn ich wollte es wirklich sehr sahnig haben. Dann auch noch die Brühe dazugeben. Jetzt nicht wundern, warum das hier so weiß ausschaut. Die Brühe war bei mir in die Becher von der Sahne drin, damit das Ganze auch wirklich ausgespült wird. Dazugeben, vermengen. Aufkochen lassen, hier jetzt schon mal abschmecken mit Brühe, Salz, Pfeffer oder was auch immer ihr noch dazugeben wollt. Und dann kommt der Saft von den Hackbällchen noch dazu. Die Heißluftfritteuse fängt es sehr gut auf und natürlich schmeiße ich das nicht weg. Das muss definitiv mit in die Soße hinein. Einfach dazugeben, so sehen übrigens meine Hackbällchen aus, also sowas von schön. Also bei mir werden sie nur noch im Airfryer gemacht. Die kommen dann in die Soße hinein, dürfen dann noch mal ein kleines bisschen mitköcheln. Und dann ist das ganze Essen auch schon fertig. Ich habe dazu noch einen Kartoffelbrei gemacht. Das Rezept dazu zum Kartoffelbrei. Ich weiß nicht, braucht ihr das? Wenn ja, schreibt es einfach mal unten in die Info, nicht in die Info, in die Kommentare, ob ihr ein Rezept von einem Kartoffelbrei braucht. Aber ich denke, ihr bekommt das alles selber hin. Aber wenn ja, ich mag es euch sehr gerne. Ja, dann ist mein Essen auch schon fertig. Und das war sowas von lecker und sowas von gut. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Ja, das war jetzt das Rezept von meiner Hackbällchen in Champignonsauce. Das ist so ein Rezept, das ich unheimlich gern mag. Allgemein, Hackfleisch geht eigentlich immer, finde ich. Also das ist so vielfältig und schmeckt auch immer wieder total lecker. Wer die Hackbällchen nicht im Airfryer machen möchte, kann sie natürlich ganz normal in der Pfanne ausbraten oder halt sogar im Backofen könnte man sie ausbacken. Aber das dauert ein klein bisschen länger. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch an.